Ja, hier sind noch ein paar Oldtimer. Jungs, Schwein gehabt. Gurkenbockhorn. Ah, scheiße, eigentlich lohnt sich das nicht, ne? Aber wir gucken trotzdem mal. Willkommen, Max Bishop. Freunde, heute ist ein trauriger Tag in meinen Augen. Es ist keiner verstorben, so schlimm auch nicht. Es ist nichts kaputt gegangen, es ist kein Anschlag passiert und keine Ahnung was. Aber für mich persönlich ist es heute ein trauriger Tag, weil heute ist eigentlich mein Lieblingstag im Jahr. Ne? Weil heute wäre eigentlich der Bockhorner Oldtimermarkt. Europas größter Oldtimer-Markt, oder wir sind einer von Europas größten Oldtimer-Märkten, wofür die Klugscheiße in den Kommentaren kommen. Auf jeden Fall ein riesengroßes Ding. Ihr wisst das, jedes Jahr gibt es ein neues Mofa aus Bockhorn. Kanaltradition seit Jahren. Alles Mögliche. Immer ein Video von da oder drei Videos von da sogar teilweise. So richtig geile Autos angucken. Und dieses Jahr ist dank Corona gar nichts. Überhaupt nichts. Nada. Niet. Ne? Ja. Ja, was ist der Witz daran? Warum bin ich jetzt gerade hier unterwegs? Es sind so ein bisschen in diesen Underdog vorn und ich sag mal, wenn meine Ultimazine so ein bisschen drin ist, wurden so ein paar anonyme SMS und WhatsApp-Bilder und WhatsApp-Aufnahmen und Einladungen versteckt, dass irgendwo in Bockhorn im Ort doch was Kleines stattfinden soll. Was nichts Offizielles, aber es soll was stattfinden. Ich gehe aber mal davon aus, alles was da stattfindet, und wir reden jetzt wirklich von den Überresten von einem riesengroßen Oldtimer-Markt, nicht von so einem Pipi-Oldtimer-Treff oder was weiß ich was, auf dem Dorf oder so. Ein riesengroßer Oldtimer-Markt, ne? Wirklich, ein Millionengeschäft, ne? Der für die Hunde gegangen ist, wegen der ganzen Corona-Geschichte. Naja, auf jeden Fall soll es nächstes Jahr wieder stattfinden, ein Glück, wenn es bis dahin nicht mehr durch ist. Und dieses Underdog-Treffen wollen wir jetzt suchen. Wir wollen wenigstens, wenn wir das nicht finden, wenigstens einmal den Veranstaltungsort anfahren und mal eben kurz gucken, damit wir wenigstens sagen können, Bockhorn 2020 waren wir auch da. Auch wenn wir nicht da waren. Ärgerlich. Ist für mich unschön. Ich habe Autos, die haben seit 2009 Bockhorn-Plaketten drauf. Jahrelang gesammelt, immer jedes Jahr, immer einen neuen Aufkleber geholt. Ne? Das ja nicht. Ärgerlich. Also daran seht ihr, dass es eine Tradition ist. Ich habe mich als Kind schon drauf gefreut, auf diesen Markt. Ja, aber ich glaube heute, das Underdog-Treffen, das wird richtig auf die Fresse fliegen, weil guckt euch mal dieses scheiß Wetter an heute. Das ist richtig beschissen. Also, wir gucken trotzdem. Das sind wir unserem Bockhorner Oldtimer-Markt schuldig. Einmal luren. Übrigens hat der Derby kein Intervall. Der kennt nur an und aus. Die Ausstattung, die fehlt dem. Ich habe noch ein Derby mitgenommen vor zwei Tagen, damit ich dachte, okay, hast ja einen schönen Oldtimer dann da, dann kannst du mal richtig schön nach Bockhorn fahren. Ein bisschen Oldtimer mal gucken. Und jetzt? Jetzt soll ich mir mal ein schönes Auto noch ein bei dem Wetter. Kannst du nicht ändern. Morgen waschen, wenn der Heil damit fertig ist. Gut, ich würde sagen, Leute, bis gleich. Ne? Ich fahre mal weiter nach Bockhorn, ist nicht weit von hier. Die haben wir ja doch Glück und können ein paar Oldtimer angucken. Aber ich glaube, dieses Jahr sieht echt mau aus. Was wirklich, wirklich schade ist. Ärgerlich. Also ich habe gerade schon einen Opel Rekord gesehen und eine Vespa. Die haben wir ja doch Glück. Er weiß das schon.
Wetter schön. Mann, ich vermisse die Treffen dieses Jahr. Das ist echt scheiße. Glaubt ihr mir das? Ich fahre so gerne auf Treffen. Jedes Wochenende bin ich an dem auf dem Treffen gewesen sonst. Und jetzt aktuell fast wie Winter, ne? Also wirklich. Echt fast wie Winter. Kannst du jedes Wochenende schrauben, wenn nichts zu tun ist? Naja, aber was machen, ne? So, einmal Richtung Bockhorn. Hier. Volvo, Buckel Volvo. Ah, wer weiß. Da haben wir ja doch Glück. Haben wir eine Kapuze an der Jacke? Nee, hab ich nicht. Scheiße. Meine ägyptische Camp David, die kann das nicht. Was Mist. Steinhausen. Das merkst du auch sofort an der Straße, dass der Ort so heiß wie er ist. Weil der tut dir der Arsch aber richtig weh. Glaubt nicht, ne, wie sehr ich den Derby gewaschen habe. Ne? Also hab die von innen sauber gemacht, von außen, hab die Felgen poliert. Ich habe die Karre richtig geschrubbt. Ne? Ich habe mit einem Lackstift jeden Rostpunkt weggemacht, den ich so gefunden habe, den ich wieder gesetzt habe bei dem Auto. Alles für nix! Mann, Autopflege! Für gar nichts! Geht da gar nicht! So, wir lassen jetzt Steinhausen, Freunde. Und jetzt halten wir mal zusammen die Augen offen, ob wir irgendwelche Oldtimer hier sehen können. Weil es soll in Bockhorn irgendwo sein oder halt auf dem Veranstaltungsgelände. Das soll aber eigentlich zu sein. Also, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir irgendwo was sehen können. Und wenn da was ist, werden wir halt wohl nass werden, wa? Keine Ahnung. Bin auch gespannt. Ihr wahrscheinlich gar nicht. Aber egal, ich bin gespannt, reicht ja. Ich bin gespannt für euch mit. So, Ortseingang Bockhorn. Habt eure Augen auf. Achtet auf jedes bisschen von eurem Bildschirm. Weil hier irgendwo müsste das Underdog-Treffen dann sein. Das hier Unterhund-Treffen. Inoffizielle Gurkentreffen. Zweier. Aber schon mal ein Golf 2. Gut, der hätte auch so fahren können. War ein 90er Baujahr irgendwann. Ne? Aber heute ist ja eh Sonntag. Und Sonntag ist ein Bockhorn eh Youngtimer-Tag. Da passt ja schon. Ha! Scheiße. Also es ist unglaublich. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass hier dieses Jahr Corona wirklich Bockhorn versaut. Nach wirklich über 40 Jahren oder was. Ne? Seitdem ich denken kann, seitdem ich lebe, war ich jedes Mal um diese Zeit auf dem Bockhorner Oldtimer-Markt. Als Kind, als Erwachsener, als Halbstarker, als Fahrradfahrer. Scheißegal wann, weißt du? Immer. Mit Vatern. Und ich wollte das eigentlich mit Hannah, wollte die Tradition eigentlich so ein bisschen weiterführen. Ne? Hier, Lidl-Parkplatz. Erste Möglichkeit, wo es sein könnte. Ist schon mal nix. Gar nix. Ah, ist so schade. Na komm, hier muss doch was sein. Da ist ein Audi 80. Ein B3. Oder Audi 90. Audi 90, ne? Keine Ahnung. Also das Feuerwehrauto. Da steht ein Ford Ranchero. Im Zentrum. Ist hier ein bisschen weit oder was? Können wir ein paar Oldtimer luren? Da ist ein Toyota, keine Ahnung, Toyota-Viech. Wie hieß die nochmal, diese? Ja, hier sind noch ein paar Oldtimer. Jungs, Schwein gehabt! Gurkenbockhorn! Ja, Freunde, besser als nix. Also ich sehe schon ein paar schöne Autos hier. Oh komm, lass mal noch in der Luren gehen. Das sind die hartgesottesten in der Oldtimer-Szene, glaube ich. Aber ist so, ne? Viele haben Bock drauf, viele wollen rausfahren und ja, momentan geht's halt nicht, ne? Es ist ein richtig beschissenes Jahr für die ganze Oldtimer-Geschichte, aber wirklich beschissen. Ah gut, komm, wir gucken mal eben, was hier Phase ist. Wir kriegen ja so ein paar Kisten auf den Tacho drauf. Wird wieder für mich ungewohnt, in Menschenmengen zu filmen. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Jetzt läuft er. Nicht schlecht, der Speck. Boah, ist der leise, ne? Den hast du ja gar nicht. Den hast du hier überhaupt nicht. Ein Camaro, der ist ja gar kein Zaun hinter. Ja. Mini-Treffen, ihr seht. Ne? Das ist auch so ein bisschen, da kriegst du Minderwertigkeitskomplexe. Weil ich habe ja auch mehrere V8er, ne? Hätte auch V8 mitnehmen können.
Hätte ich gewusst, dass der Anteil so groß ist, wäre ich mit dem Pontiac gefahren. Wahrscheinlich wäre bei dem Wetter weggerostet. Der DKW Zweitakter. Ja, aber das war's schon. Ne? Also hier, wir fahren jetzt mal rüber zum Veranstaltungsort gleich und gucken mal eben, ob da noch irgendwas ist, was vielleicht hier wenigstens einmal eben einen Blick drauf geschmissen haben. Haben wir hier noch einen? Schon zwei haben wir noch hier stehen. Ein GL. Zwei Türer mit den grünsten Rückleuchten der Welt. Halbes Jahr TÜV noch. Der ist aber auch geil, ne? Der Land Cruiser. Land Cruiser hieß sie, genau. Aber ich habe die genaue Bezeichnung nicht im Kopf. Fährt der Winde vorher dran. Hinten mit Wohnhäuschen. Kannst sagen, was du willst. Das ist auch ein Camper. Aber ein richtig geiler Camper. Von der kannst du überall mit hinfahren, ne? Naja, ich würde sagen, komm, lass uns weiterfahren, weil ihr seht, ich werde langsam nass. und irgendwann hält die Jacke dann auch nicht mehr weg. Wie gesagt, der typische Camp David kann das nicht so gut. Es ist alles nass hier. Aber schöne Autos hier, ne? Auch schon eine Puchmax CN, die kennen wir mal eben gefilmt. Jetzt fahren wir mal rüber, wie gesagt schon, zum Veranstaltungsplatz, wo das eigentlich immer stattgefunden hat, Bockhorn. Da soll nämlich der eigentliche Veranstalter noch stehen und winken. Hab ich so gehört. Es ist halt ein bisschen scheiße dieses Jahr. Schade, also wirklich schade. Aber was willst du machen? Wenn der jetzt wenigstens geil wäre, dann können wir hier im Ort irgendwas organisieren, ein bisschen hier rumgurken und ein bisschen sich hier mit 1,50 Meter Abstand versammeln, weißt du? Aber bei dem scheiß Wetter bringt es ja alles nichts, ne? Also, keine Ahnung. Schade, Mann. Das regt mich. Regt mich das auf? Nee, bei dem Wetter jetzt nicht. Hat er denn vor? Fetter Airline, aber erstmal hier, erstmal richtig fett im Weg stehen. Schöner Einser. Sag mal grüßen. Grüß nicht zurück. Zack. Hier, 123er, 200er Diesel. Das ist so eine hier, das ist eine originale, die hat man früher genannt Wanderdüne. Weil die hatten nur 75 PS. Und die liefen wie ein Fahrrad. Aber da war so ein bisschen so hier. Ja gut, auf Taxi wäre nicht so. Der Taxi hat, glaube ich, den 250er gehabt, ne? Den ein bisschen größeren Diesel. Aber auf jeden Fall ist das auch ein ganz, ganz cooles Auto eigentlich. Aber ich glaube, der ist schneller als mein Derby. Gefühl hier. Hier ist noch ein Audi V8 Ewigkeit mit Grünspan schon rum. Muss man hinterher gehen, dafür den mal für ein paar Mark 50 abholen können. Aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei. Der Typ, der hat den da stehen hat, weiß auch, was das kostet. So, jetzt fahren wir gleich irgendwann rechts ab. Gleich. Und dann fahren wir mal auf ehemalige Bundeswehrgelände, was da ist. Da ist ja hier so ein bisschen hier das Fahrrad Friedrichsfeld. Ne? Ist das hier? Das war hier. Auf jeden Fall war hier so ein großer hier, wie soll ich sagen, riesengroßes Bundeswehrgelände und ein Einsatzhafen im Zweiten Weltkrieg, wo früher Flugzeuge gestartet sind und gelandet sind. Und ein Truppenübungsplatz. Alles auf einmal. Und leider haben wir alles dicht, ne? Alles halb abgerissen. Deswegen nicht mehr für uns so interessant, weil da kommst du auch nicht mehr drauf. Früher kommst du noch drauf, dann kommst du ein bisschen, ne, wie gesagt, kann den Kanal Schnupp-Tigerhalter empfehlen. Der hat da, glaube ich, über 100 Teile von gemacht. Ist ein Kumpel von mir, heißt René und macht da wirklich vom Feinsten.
Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, nimm doch mal 23er. Guck mal, die sitzen in der Gartenhütte, hast du das gesehen? Was ist das Scheiße? Mann, hier hinten ist auch noch schöner S2000 hinter uns. Guck mal, Heckscheibenheizung an. Die Ausstattung hat der Derby wenigstens noch. Ne? Aber ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich kein V8 mitgenommen habe. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie so vom Gefühl her wäre jetzt ein V8 natürlich vom Sound her geiler, weil die anderen, die haben halt alle nicht geklungen, die da standen. Und der Pontiac, ihr wisst das, der Pontiac, der bliest im Leerlauf weg. Was soll's. Aber anderweitig, das hier ist nicht so ein finanzielles Fiasko vom Spritverbrauch hier. Ne, keine Ahnung, aber halt, wenn du ein Showcar-Derby fährst, im Regen ist das halt nicht so richtig geil, weißt du? Da kannst du das Showcar eher schoken. Bis gleich. Freunde, wer es noch kennt vom letzten Jahr, ich denke einige von euch, das hier ist der eigentliche Parkplatz vom Bockhorner Ultima Markt. Hier sind eigentlich überall dann solche Dinger gespannt. Hier ist gar nichts dieses Jahr, alles leer. Aber wir müssen hier einmal pilgern, einmal müssen wir das. Ne? Weil, definitiv, ne? Es ist einfach schade. Hier, Fahrschule, hey, guck, jetzt Bescheid. Werbeanhänger spezial. Hier wohnt der Veranstalter. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ärgerlich. Kommt nah angefahren. Schöner Kadett. C-Kadett. Junge. Ich sag mal, die Oldtimer-Menge ist ganz schön groß hier. Daran sieht man wirklich, was dieser Markt. Oh, die Matratzen wären geil für meinen. Oh, die breite Matratze wäre geil gewesen für meinen hier. Für meinen Klappfix. So, das brauche ich noch. Aber die ist zu sperrmüllig mit dem Scheißwetter. Oh, der LKW fährt auch drauf. Da hinten der. Ist kein S2000. Wie ist der Vorgänger vom S2000? Das ist gar nicht aus dem Kopf. So, brauche ich ein bisschen Geschichte? Wir sind gleich da. Hier, das ist nochmal so ein schöner hier. Volvo Amazon. Auch ein geiles Auto. Ne? Und da vorne kommt eine Gurke. Oder? Ja, eine Gurke. Trabant. Grüßen. Der kennt mich eh nicht. So. Hier, Lebensgefahr, absolutes Betreten verboten, ne? Haben sie das geändert. Das ist das ehemalige Gelände. Früher konnte man da raufgehen und Hund spazieren gehen, haben sie jetzt, weil sie Munitionsräumen da verboten. Das ist ja alles zugemacht. Voll ärgerlich. Das ist die alte Panzerwaschstraße und sowas. Das ist total, da konnte ich euch Sachen zeigen, die noch echt cool sind. Vielleicht werden wir mal eben mal gucken, dass wir da mal irgendwie draufkommen. Ne, mal eben so hier, ne? Ich habe da sehen noch alte Aufnahmen von, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist das ehemalige Kasernengelände. Die Gebäude stehen teilweise noch, glaube ich. Die haben sie angefangen abzureißen. Nee, stehen alle weggehauen. Alter Schwede. Ist ja alles weg. Alter, hier waren früher richtig viele Gebäude. Was ist das für eine Scheiße hier? Ah ja, was wäre das? Mal gucken, der Derby macht voll die komischen Geräusche. Warte, hört mal. Hört ihr das jetzt? Ah, seht ihr das klappern? Ich glaube, die Spritzplatte, die hinten an der Bremse dran ist, wenn manche fahren, aber Kurve, knacken die. Ja, ist ja okay. Ich dreh mal der Kassette um, du Klaus. Warte. Hier der gute Werner-Mix. Vom U-Boot. Ja, Simson du. Rotschritt nach England. So, Freunde, darf ich euch vorstellen, Bockhorner Oldtimer Markt 2020. Tolle Musik und los geht's. G-Market. Ah, hier stehen noch ein paar Autos. Guck mal, seht ihr das? Ein paar Autos sind auch hier. Guck mal, der Wolf Spezial hier. Richtig schade. Oh, der E30, guck mal. Der ist ganz hellenbeige. Alter, hier ist ja richtig Oldtimer-Treffen. Ja, ne? Ja, und der SEC, den müssen wir vorlassen. Der hat die fettere Karre. Na komm, fahr, Bruder. Das SCC, rechts vor links. Und ein Stern. Mirko ist auch hier, glaube ich. Ist Mirko seiner? Nee. Nee, ist nicht Mirko seiner. Komm, wir steigen nochmal aus. Wir gehen nochmal ein bisschen luren hier, was hier so rumsteht. Weil hier ist schon wieder interessant. Da kommt der Ruhrpott angefahren. Das ist die ultimative Ruhrpott-Ludenbude. So, luren. Hier. Für alle, die sich Bescheid wissen. Hier war mal die Eisbude. Der haben wir uns aber getroffen. Letztes Jahr. Und da sind wir die ganzen, das ist mein Lieblingsfeld immer gewesen. Da war's. LKW-Feld da hinten und hier vorne war eigentlich immer das hier, ja, dieses halt der Teilemarkt vorne. War mal ganz cool, weil hier hat mein Kollege mal einen Stand, hier hatte ich mal ein bisschen Connection hin. Haben wir noch hier stehen? Neoplanbus. Alter Eicher. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Das ist schon wieder vor meiner Zeit. Das ist schon wieder hier, wie soll ich sagen? Das ist ja wieder coole Nachkriegstechnik, oder nicht? Was haben wir hier noch?
Ja, die müssen sich ja hier versammeln. Die können ja nicht mit einem Bock an einem Ort stehen bleiben. 710er Mercedes. Okay, okay. Aber ja, noch hier Schönes. Kann ich mitreden? Wie hießen die nochmal? Ich will nicht auf F20? Oder wie hießen die nochmal? Bin ich ganz sicher. Ja, der ist aber sein. Klingt auch so tüffig. Die klingen alle so tüffig. Ein schicker Admiral. Auch ein geiles Auto. 103. Die wollten wohl grillen, aber die Kohle ist voll abgesoffen. Ach, was ein Mist, ne? Das ist wirklich ärgerlich. Aber ärgert mich wirklich, ne? Also, das ist mein Lieblingswochenende im Jahr. Und jedes Jahr kaufe ich hier einen Mofa. Und jetzt kann ich die Tradition gar nicht weiterführen. Lass mal heute Abend über Kleinanzeigen gucken nach einem billigen Mofa, damit wir irgendwas kriegen. Und wenn ich das schon wieder sehe, könnte ich mir das schon wieder einen Käfer kaufen, ne? Nicht der jetzt oben, der ist mir zu Uni-Grün, Action-Grün, Mittel-Grün. Aber hier. Kann man gleich wieder, muss uns einmal wieder einen Käfer gönnen. Und hier. Oldschool. Obwohl ich eigentlich nie Käfer-Fan war. Und mittlerweile, ne, kannst du sagen, was der willst. Und schon der Tier-1er. Alles hier am Start. Und die Kühe gucken da auch bei zu. Alle hier am Start. Inklusive Mumu. Fahren wir auch da raus, wo wir mal reinfahren. Hier, guck dir bei Minis da. Die beiden Minis. 23er und der Mini. Ich hätte mir gleich in die Kommentare haut. Ah, so schade, ne? Ich glaube, der Dobby ist eigentlich gerade extrem. Mal hören. Moin! Es geht. Kein Geklapper. Schwein gehabt. Guck mal, Tina ist auch hier. Inoffiziell. guck mal, jetzt ein Oldtimer-Felder. Ist das nicht schade drum? Ich kenne das hier nur voll. Guckt euch das mal an. Das ist unglaublich. Hier. Eigentlich sind die Wiesen hier voll mit Ständen und hier auch. Guck mal, hier vorne links. Standen da gerade Auflieger? LKW-Auflieger? Man muss schon langsamer fahren. Ist da noch ein. Nee, Mosebach. Da haben sie ihre LKWs abgestellt. Okay, schade drum. Richtig schade drum. Ja, Freunde. Das ist. Aber immerhin war. Ich glaube, jetzt ist einer gekommen. Er hat gesagt, ich verkaufe für 300 Euro einen Mofa. Ne? Dann hätte ich. Oh, mein Arsch tut so weh. Die Straße ist so scheiße. Das hätte ich wahrscheinlich gekauft aus Verzweiflung. Wenn ich hier keinen Mofa kriege. Mann, das nervt. Ich will ja immer eine Tradition halten. Furchtbar. Richtig furchtbar. Naja, Freunde. Ich habe es die Zeit nur genommen, wo Tina eigentlich gerade am sich schminken ist und fertig machen ist, weil die von der Arbeit kommt, die hier mit euch eben herzugurken, um eben zu gucken, was los ist. Ich werde mich jetzt nach Hause begeben. Wir haben Sonntag. Morgen muss ich wieder arbeiten. Übrigens hier. Hier ist auch noch ein. Das ist noch nicht mal gemäht, haben sie auch gesagt. Was nähst du den Scheiß denn überhaupt? Oh ne. Ah, ich bin schon fertig. Oh, mein Arsch tut weh. Boah, mit tiefer gelegenem Auto. Auf jeden Fall fällt dieses Klapperteil ja gleich ab. Dafür ein Vorteil. Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben auf dem Rückweg einmal durchs Zentrum von Bockhorn und gucken mal, ob wir da ein bisschen hier. Ob wir da hier nochmal Neues erspähen und dann machen wir es auf nach Hause. Und das hast du mal gegessen. 2020. Und ich gucke mir noch mal einen Kleinanzeigen. Ich hätte nochmal für 200 Euro. Ich habe noch ein paar Mal weggelegt für Bockhorn dieses Jahr. Aber leider war es ja nichts. Wir können noch einen Mofa finden oder so. Wäre schön. Ja, hätte er gern Mofa. Jedes Jahr ein Mofa. Ist auch nicht mehr eine Tradition. Aber ihr seht ja, wie das ist. Oh, mein Arsch. Oh. Ah, mein Arsch tut so weh. Er auch. Dann hole ich mir die Kröten aus der Hosentasche mit dem Kompass zum Kiosk und ziehe eine neue Flasche und dann leere ich die aus. So, Freunde, das war jetzt offiziell
Das ist jetzt wirklich meine Endcard dazu. Das war offiziell Four Corner Oldtimer Markt 2020. Der ganze Besuch, der hat... Oh, der ist sexy. Den gesehen? Der ganze Besuch hat jetzt unglaubliche 20 Minuten gedauert. Aber wir haben's. Wir haben die Tradition beigehalten. Auch wenn das nichts war. Ne? Dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr der ganze Verein wieder für Beine kommt. Weil, was glaubt ihr, was da jetzt an Einnahmen verloren geht? An der Nummer jetzt, weil Wochenende ist ja nicht stattfindet. Da sind die Taschen jetzt leer, ne? Ist logisch. Naja, gut. Ich würde sagen, dann bis dann und Fahrrad und ich muss nach Hause jetzt, sonst kriege ich Ärger. Munter! Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotzdem. Dass wir wenigstens unsere Jahrestradition beibehalten konnten. Ah, munter!